Guten Tag, mein Name ist Michael Börstens und im Rahmen dieses Kurses werden wir uns mit der examensrelevanten höchstrichterlichen Rechtsprechung aus dem Jahr 2014 und 2015 auseinandersetzen. Ich habe mich auf Fälle zum allgemeinen Schuldrecht, zum BGB-AT und zum Kaufrecht beschränkt, weil das die Themen sind, die wir im kommenden Semester auch in unserem Examinatorium behandeln werden. Wir werden uns mit drei Themenschwerpunkten auseinandersetzen. Zunächst mit dem Vertragsschluss bei eBay, dann mit einigen Einzelfällen zum Kaufrecht und schließlich mit einer aktuellen Entscheidung von Juni 2015 zu 476 BGB. Damit Sie dem Kurs folgen können, habe ich links eine Gliederung eingeblendet und unten eine Fortschrittsanzeige, sodass Sie immer sehen, wie weit wir gerade sind. Fangen wir mit einem heißen Thema an. Die Vertragsschlüsse bei eBay haben schon immer einen erheblichen Klausurschwerpunkt im Examen gebildet. Unser Ausgangspunkt ist eine Entscheidung des BGH aus dem Jahr 2004, die zwar nicht aktuell ist, die man aber trotzdem schon einmal gelesen haben sollte. Der BGH stellte zunächst klar, dass auch bei eBay Verträge nach 145 folgende und nicht etwa durch eine Versteigerung im Sinne von 156 BGB zustande kommen. In Abweichung von einer früheren Entscheidung zur Plattform Ricardo.de hat der BGH aber klargestellt, dass das Bereitstellen eines Artikels ein echter Antrag im Sinne von 145 ist, der innerhalb der gesetzten Frist, die als Annahmefrist zu qualifizieren ist, von jedem beliebigen Bieter angenommen werden kann. Es handelt sich also nicht etwa um eine bloße Invitatio Offerendum und bei den Geboten um Anträge, sondern es ist der Antrag, der durch die Gebote angenommen wird. Wir haben also zwei Willenserklärungen, einen Antrag und eine Annahme. Die schwierigere Frage ist allerdings, ob die Annahmeerklärung auflösend oder aufschiebend bedingt ist. Ohne jede Bedingung würde mit jedem Höchstbietenden ein neuer Kaufvertrag zustande kommen, sodass derjenige, der ein Produkt bei eBay bereitstellt, möglicherweise mit Hunderten von Verträgen konfrontiert wäre, obwohl er nur einen Artikel zur Erfüllung hat. Das ist sicher nicht gewollt. Bei einer auflösend bedingten Annahmeerklärung wäre es so, dass immer ein neuer Kaufvertrag zustande käme, sobald jemand Höchstbietender ist. Dieser Kaufvertrag würde aber wieder erlöschen, sobald jemand anderes ein höheres Angebot abnimmt, dann käme ein Vertrag mit diesem zustande, oder aber ein Angebot bei eBay wirksam zurückgenommen wird im Rahmen der AGB, dann würde gar kein Vertrag zustande kommen. Die andere Variante ist ein aufschiebend bedingter Vertrag. Wird die Annahmeerklärung aufschiebend bedingt, dann bedeutet das, dass zunächst kein Vertrag zustande kommt. Erst wenn die Frist abgelaufen ist, kommt mit dem zu diesem Zeitpunkt Höchstbietenden ein Vertrag zustande, alternativ, wenn vorher abgebrochen ist, mit demjenigen, der zum Zeitpunkt des Abbruches der Höchstbietende ist. In beiden Fällen ist der Annehmende geschützt, im einen Fall dadurch, dass der Kaufvertrag besteht, im anderen Fall durch die 161 folgende BGB. In einem neueren Urteil von 2011 stellte der BGH klar, welche Bedeutung die eBay-AGB im Rahmen dieser Willenserklärungen haben. Vorher war vertreten worden, dass es sich vielleicht um einen Vertrag zugunsten Dritter oder mit Schutzwirkung für Dritte handelt oder, was auch andere meinten, dass möglicherweise die AGB von demjenigen, der ein Produkt bei eBay anbietet, einbezogen wurden und daher ihm zuzurechnen seien. Der BGH meint hingegen, dass die eBay-AGB nur die Verkehrsumstände auf der Plattform definieren. Genauso wie man bei einem Monopoly-Spiel gewisse Spielregeln einhalten muss, muss man beim Angebot auf eBay sich an die dortigen Rahmenbedingungen halten. Anknüpfungspunkt hierfür ist 157 BGB, der auf die Verkehrssitte abstellt, das heißt auf das, was der Verkehr üblicherweise erwartet. Und diese bestimmt sich nach den konkreten Umständen des Vertragsschlusses. Und das ist hier wiederum das, was als AGB auf den Plattformen geregelt ist, das heißt das, was im Normalfall für alle gilt. Die AGB gelten also nicht nach 305 folgende,
sondern sie gelten schlicht als eine Verkehrssitte auf der Plattform eBay. Damit gelten natürlich auch die Rücknahmegründe für die Angebote allein aufgrund der eBay-AGB. Sie füllen also den Rücktrittsvorbehalt oder den Rücknahmevorbehalt für den Antrag nach 145 BGB aus. Und damit sind wir endlich in der Gegenwart bei unserer aktuellen Rechtsprechung. Ende vergangenen Jahres, im November 2014, hatte der BGH einen komplizierten Fall zu entscheiden. Ein privater Verkäufer, der Verbraucher ist, hat bei eBay ein Auto verkauft oder angeboten zum Mindestpreis von 1 €. Ein gewerblicher Autoankäufer bot hierfür 555,55 Euro Höchstgebot. Weitere Angebote wurden nicht abgegeben, denn der Verkäufer brach die Aktion innerhalb von einem Tag ab. Die eBay AGB sehen in der Tat vor, dass es möglich ist, ein Artikelangebot zurückzuziehen, soweit man dazu gesetzlich berechtigt ist, und in diesem Fall käme auch kein Vertrag mit dem Höchstbietenden zustande. Etwas bemerkenswert ist allerdings, dass hinter diesem Satz mit gesetzlich berechtigt ein Link zu einer weiteren Seite mit weiteren Informationen erfolgte und diese versuchten, diese Angabe zu Auf der Seite, die man unter weitere Informationen findet, werden im Wesentlichen zwei Gründe für die Beendigung als gesetzliche Regelung erwähnt. Die erste Regelung ist, dass der Artikel ohne Verschulden des Anbietenden untergegangen, beschädigt oder nicht mehr verfügbar ist. Diesen Grund kennt das Gesetz allerdings gerade nicht. Nach 311a Absatz 1 BGB ist der Vertrag selbst dann wirksam, wenn dies schon beim Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht möglich war und stattdessen ist nach 311a Absatz 2 BGB dann Schadensersatz statt der Leistung zu erbringen. Insoweit gehen also die Widerrufsgründe nach den eBay AGB über das Gesetz hinaus. Die zweite Variante ist hingegen eine schlichte Umformulierung des 119 Absatz 1 erste Variante des Erklärungsirrtums. Sie haben beim Eingeben des Angebots einen Fehler gemacht. Das ist also ein Tippfehler bei dem Eintragen und damit ein Erklärungsirrtum, der nach 119.1 zur Anfechtung berechtigen würde. Eine etwas kryptische Formulierung findet sich dort ebenfalls. Es wird nämlich erklärt, dass, wenn das Angebot noch 12 Stunden oder länger läuft, es ohne Einschränkungen vorzeitig beendet werden kann. Was dieses ohne Einschränkungen in Zusammenhang mit der Vorgabe, man dürfe nur unter gesetzlichen Gründen zurücknehmen, bedeuten soll, ist nicht so recht klar. Schauen wir uns an, was der BGH hier gemacht hat. Nun, zunächst mal musste er sich fragen, was will unser Käufer hier überhaupt? Der Verkäufer sagt, er hätte das Auto inzwischen anderweitig verkauft, sodass ein Anspruch auf Erfüllung irgendwie unsinnig erschien. Daher hat der Käufer gesagt, dass er nur noch Schadensersatz statt der Leistung will. Der BGH hat allerdings nicht etwa 283 in Bezug genommen, sondern auf 281 abgestellt. Denn selbst wenn der Verkäufer den Artikel anderweitig verkauft hat, ist damit nicht ausgeschlossen, dass er den Artikel rückerwerben kann, sodass trotz fehlenden Eigentums keine Unmöglichkeit nach 275.1 vorliegt, sondern allenfalls Unzumutbarkeit nach 275.2, wenn der jetzige Eigentümer den Rückerwerb verhindert. Eine Fristsetzung war hier aber entbehrlich, da im konkreten Fall eine ernsthafte und endgültige Erfüllungsverweigerung vorlag. Voraussetzung ist zunächst ein Schuldverhältnis, hier ein Kaufvertrag, das war kein großes Problem und die Frage war, ist dieser wirksam zustande gekommen? Ein Antrag des V müsste vorgelegen haben. Dieser Antrag ergibt sich hier aus 133, 157 daraus, dass er einen Artikel zum Kauf bei eBay angeboten hat, denn die eBay AGB sagen, dass da drin ein Antrag im Sinne von 145 BGB liegen soll. Fraglich ist allerdings, ob dieser Antrag wirksam im Rahmen der eBay AGB zurückgenommen worden ist.
Der BGH hat gesagt, dass dies eine Konkretisierung von 145 ist, wonach die Bindung an den Antrag beschränkt werden kann. Und die IBAGB sagen, ich kann diesen Antrag zurücknehmen, wenn ich gesetzlich dazu berechtigt bin. Und der BGH meint, gesetzlich meint hier nicht etwa das BGB, sondern die Tatbestände, die in den besonderen Hinweisen angegeben sind. Es liegt allerdings keiner der beiden dort genannten Fälle vor, denn der Artikel war zu dem Zeitpunkt noch verfügbar oder selbst wenn er verkauft worden wäre, würde dies auf dem Verschulden des Verkäufers beruhen. Ein Irrtum nahm der BGH auch nicht an, denn wenn ein Mindestpreis von 1 Euro eingetragen ist, kann man kaum erklären, dass man einen höheren Mindestpreis wollte, denn ein Tippfehler zwischen 1 und 10.000 oder 1 und 1.000 ist kaum nachvollziehbar. Allerdings gab es auch diese zweite Formulierung, was mit den 12 Stunden ohne Einschränkung gemeint sein könnte. Nun könnte man meinen, dass AGB zulasten des Verwenders auszulegen seien, der Verwender ist aber eBay und damit gar nicht Vertragspartei dieses Kaufvertrages, sodass uns 315c Absatz 2 BGB nicht wirklich weiterhilft. Stattdessen müssen wir uns fragen, wie werden dadurch die Verkehrsumstände modifiziert oder anders ausgedrückt, was erwartet der Verkehr üblicherweise bei eBay? Und angesichts der klaren Erklärung, dass nur im Rahmen gesetzlicher Berechtigung eine Rücknahme möglich ist, wird diese 12-Stunden-Regelung sicherlich nicht diese Sache aufheben sollen. Stattdessen soll für die letzten 12 Stunden ein besonderer Schutz geschaffen werden und insoweit ist es eine Verstärkung des Schutzes des Käufers und nicht etwa eine Verschärfung oder eine Entlastung des Verkäufers zugunsten seiner Interessen. Es gibt also bei eBay auch kein freies Rückgaberecht, Rücknahmerecht für die Angebote für die Anfangsphase. Dann hatte allerdings der Verkäufer noch einen weiteren Einwand. Wie sieht es denn aus mit einer Anfechtung nach 119.1? Nun, das ist nicht anders als eine eBay-AGB. 1 Euro statt von ihm gemeinter 4.000 Euro ist sicher kein Tippfehler. Das ist maximal ein Kalkulationsirrtum, der aber nicht zur Anfechtung berechtigt. Dann meinte der Verkäufer im konkreten Fall noch, er könne widerrufen nach 312g in Verbindung mit 312c BGB. Eine Widerrufserklärung können wir noch annehmen nach 355 dadurch, dass er das Angebot zurückgenommen hat. Allerdings ist dieser Widerrufsgrund, den er geltend macht, kaum nachvollziehbar, denn das setzt einen entgeltlichen Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher voraus. Hier ist aber schon die Entgeltlichkeit nicht gegeben, denn derjenige, der einen Artikel anbietet, nimmt keine entgeltliche Leistung eines Unternehmers in Anspruch, sondern zu diesem Zeitpunkt bietet er selber eine Sache an und verlangt dafür ein Entgelt. Das heißt, er ist derjenige, der die Leistung erbringt, für die er das Entgelt fordert. Damit fehlt es schon an der ersten Voraussetzung eines entgeltlichen Vertrages und es besteht kein Widerrufsrecht. Dieser Antrag war also wirksam und wurde durch K angenommen. Da es keinen anderen Bieter gab, ist der Vertrag damit mit einem Inhalt von 1 Euro zustande gekommen. Ein Auto mit einem Wert von 20.000 Euro zum Preis von 1 Euro ist aber möglicherweise ein wucherähnliches Geschäft und damit nach 138 Absatz 1 BGB nichtig. Dagegen führt der BGH allerdings an, dass es keinen Grund gibt, dass sich das Gebot bei eBay am echten Marktpreis orientieren muss. Es beruht gerade in der Natur dieser Verhandlungspraxis, dass dabei auch niedrigere Preise herauskommen können. Der Bieter bei eBay muss sich nicht am Marktwert orientieren, sondern er kann deutlich drunter bieten und hoffen, dass er einen Artikel bekommt. Die Pflichtverletzung ist hier ebenfalls kein Problem, denn der Verkäufer hat nicht erfüllt, obwohl hier die Möglichkeit bestand. Das Vertreten müssen wird vermutet, hier wird möglicherweise sogar Vorsatz in Betracht kommen. Und als Schaden ist der Wert zu ersetzen, insbesondere der entgangene Gewinn durch einen etwaigen Weiterverkauf. Letzte Chance für den Verkäufer wäre der allgemeine Rechtsmissbrauchseinwand.
denn es sei rechtsmissbräuchlich, 1 Euro zu zahlen und dafür eine Geldzahlung in Höhe von 20.000 Euro zu erhalten. Aber der BGH sagt, das Risiko, dass sich ein solcher schlechter Preis herausbildet, liegt allein beim Verkäufer, der den Artikel entsprechend niedrig eingestellt hat. Daher sei das sein freier Entschluss. Die Instanzgerichte beschäftigen sich in den letzten Jahren vor allen Dingen mit Fällen, in denen sich jemand ausdrücklich in der Beschreibung seines Angebots den Abbruch der Auktion vorbehält. Einige Gerichte nehmen dann an, dass die eBay-AGB nach 305c Absatz 2 besonders kundenfreundlich und das heißt im Interesse desjenigen, der einen Artikel anbietet, auszulegen seien. Dann würde gesetzlich berechtigt auch den Vorbehalt im Sinne von 145 BGB erfassen und man könnte dann jederzeit den Artikel zurücknehmen. Andere wollen 305b BGB anwenden und sagen, die AGB sind nachrangig gegenüber einer Individualabrede und wer diesen Text in der Beschreibung einträgt, würde eine Individualabrede mit dem Käufer treffen, die die AGB von eBay verdrängt. Beide Argumentationen übersehen aber, dass es hier gerade nicht um die Verwendung von AGB im Verhältnis Käufer-Verkäufer geht, sondern die AGB von eBay nur zur Auslegung der Erklärung der Beteiligten herangezogen werden. Zudem verstößt der erste Punkt ganz klar gegen den Gedanken, dass diese Umstände vollständig aus der Plattform entnehmbar sind und die Plattform selber sagt, was sie unter gesetzlich berechtigt versteht, was auch vom BGB abweicht. Beide Gedanken helfen uns also nicht weiter, denn sie sind zu stark im AGB-Recht verwurzelt und passen nicht recht auf die Verkehrssitte auf der Plattform selbst. Andere meinen, es läge eine fingierte Erklärung vor, denn derjenige, der einen Artikel mit einer solchen Erklärung bereitstellt, würde ganz eindeutig nur unter diesen Vorbehalt seinen Antrag erklären. Es würde ihm aber unterstellt, er würde einen uneingeschränkten Antrag machen, ihm würde ein Vertrag untergeschoben, was nach 308 Nummer 5 BGB in AGB gerade nicht vorgesehen werden könnte. Andere stellen auf 307 Absatz 2 Nummer 1 BGB ab und sagen, es liegt hier eine Abweichung vom wesentlichen Grundgedanken des deutschen Vertragsrechts vor, dass man auch Anträge unter Vorbehalt abgeben kann. Beide Meinungen werden hilfsweise auch darauf gestützt, dass eine Verkehrssitte nach 157 nur vorliegen könne, soweit wirksame AGB angenommen werden. Das heißt, unwirksame AGB würden eine Unsitte darstellen und diese seien für die Vertragsauslegung auch nicht relevant. Beide Argumente wollen aber nicht recht überzeugen, denn eBay selber erlangt dadurch nur einen bedingten Vorteil, denn die Gebühren bei einem Vertragsschluss über 1 Euro sind so gering, dass eBay selber nichts davon hat. Im Gegenteil, die Regelungen dienen dem Interessenausgleich auf der Plattform und nützen damit auch dem Verkäufer, der sich darauf verlassen kann, dass die Bieter hoffen auf ein Schnäppchen und sich dadurch überhaupt an der Auktion beteiligen. Das heißt, es liegt hier kein wesentlicher Verstoß gegen die Grundgedanken des BGB vor. Im Gegenteil, die eBay-AGB sind gerade eine Einschränkung des 145, da man auch bei Untergang des Artikels sein Angebot zurückziehen kann. 308 Nummer 5 passt zudem ohnehin nicht, weil er auf das Verhältnis Vertragspartner-Verwender abstellt, hier aber keiner der beiden Vertragspartner Verwender ist, sondern die eBay-AGB von einem Dritten gestellt sind. Das einzig denkbare Argument ist es, auf 133, 157 abzustellen und zu sagen, die allgemeine Sitte hat dann keine Bedeutung mehr, wenn ein ausdrücklich entgegenstehender Wille erklärt wird. Dann ist aber die Frage, ob man demjenigen, der bei eBay ein Gebot abgeben will, zumuten will, dass er den kompletten Beschreibungstext liest und insbesondere rechtliche Angaben dort zur Kenntnis nimmt. Das kann man unterschiedlich beurteilen. Man könnte auch sagen, es läge ein Fall widersprüchlichen Verhaltens vor, das nach 242 BGB unbeachtlich ist. Den Vergleichsfall dazu haben Sie auch bereits im Erstsemester gelernt. Es ist wie im Hamburger Parkplatzfall, wo jemand auf einen Bezahlparkplatz fährt und ausdrücklich erklärt, nicht bezahlen zu wollen.
Genauso könnte es unbeachtlich sein, bei eBay einen Artikel bereitzustellen und sich vorzubehalten, diesen doch wieder zurückzunehmen. Das ist mit den grundlegenden Bedingungen der Plattform nicht vereinbar und könnte daher unbeachtlich sein. Hier können Sie frei entscheiden, Sie sollten aber diese insgesamt 5 Argumente in jedem Fall in einer Klausur. 2 andere Fragen möchte ich hier nur kurz erwähnen. Eine Problematik beschäftigt sich mit dem Verwenden eines fremden Benutzerkontos, was nach der Rechtsprechung ein Handeln unter fremden Namen darstellt. Zudem gibt es die Problematik der Beschaffenheitsvereinbarung durch die Artikelbeschreibung und die eBay-AGB. Beim Handeln unter fremden Namen ist zu beachten, dass es nur gelten kann, soweit man ausdrücklich den Artikel kauft, den man auch mit dem fremden Konto erwerben soll. Bietet man dagegen auf andere Artikel, kommt nur eine Anscheins- oder Duldungsvollmacht in Betracht. Die Unterscheidung erfolgt danach, ob das fremde Benutzerkonto bewusst überlassen wurde, das heißt, ob Ihnen jemand den Benutzernamen und das Kennwort bewusst mitgeteilt hat, dann liegt eine Duldungsvollmacht vor, oder aber, ob Sie dieses Kennwort durch einen Zettel oder Ähnliches erfahren haben, der Ihnen nicht bewusst zugänglich gemacht wurde, oder sogar das Benutzerkonto noch angemeldet war und Sie diese Gelegenheit wahrgenommen haben. Dann läge eine bloße Anscheinsvollmacht vor, für die nach der Rechtsprechung aber nicht ein einmaliges Handeln genügt, sondern stattdessen zumindest ein zweiter Versuch erforderlich ist. Erst dann kann hier die hinreichende Zurechenbarkeit bejaht werden. Etwas anderes wird insbesondere im gewerblichen Rechtsschutz bzw. im Urheberrecht angenommen, wo für die Zurechenbarkeit bereits die unzureichende Verwahrung der Kennwörter genügt. Zum Thema Beschaffenheitsvereinbarung wird zunächst auf die eBay-AGB verwiesen, wonach der Handel mit Fälschungen ausdrücklich verboten ist. Fraglich ist, ob dadurch auch eine Beschaffenheitsvereinbarung zwischen den Parteien zustande gekommen ist. Der BGH, der die Willenserklärung nach 133 und 157 anhand der AGB auslegt, bejaht dies. Etwas anderes ist noch die Frage, was ist mit der Beschreibung? Ist dies bereits eine Beschaffenheitsvereinbarung? Einige Instanzgerichte verneinen dies, weil die hierin eine einseitige Wissenserklärung sehen, die noch nicht als Vereinbarung für im Sinne von 434 Absatz 1 Satz 1 BGB genügt, sondern einfach nur eine Tatsachenangabe sei, die als solche nur dann zur Beschaffenheitsvereinbarung werden könnte, wenn man ausdrücklich sich darüber unterhält. Damit ist unser erster Schwerpunkt eBay beendet und wir gehen zum zweiten Thema über. Ich möchte Ihnen nun einige aktuellere Entscheidungen zum Kaufrecht präsentieren. Die erste Entscheidung betrifft, wie viele andere auch, einen Pferdekauf. Und im konkreten Fall war das Pferd leider krank und der Käufer erklärte, entweder wird das Pferd ausgetauscht oder wir gehen rechtlich gegen euch vor. Der Verkäufer reagierte nicht und daraufhin verlangte der Käufer Schadensersatz statt der Leistung nach 437 Nummer 3, 280 Absatz 1 Absatz 3, 281 BGB. Zudem wollte er seinen Kaufpreis zurück nach 437 Nummer 2, 323 1, 346 1 BGB. Und was war das Problem? Natürlich fehlte es möglicherweise an einer Fristsetzung. Wie hat der BGH diese Frage entschieden? Nun, dazu müssen Sie einen gewissen Gedankensprung machen. Am Anfang stand die Frage, was gilt, wenn die gesetzte Frist zu kurz ist? Und da hat der BGH entschieden, eine zu kurze Frist setzt eine angemessene Frist in Gang. Der nächste Schritt war dann, was gilt denn, wenn ich sage, sofort, unverzüglich oder jetzt? Dann sagt der BGH, naja, das heißt ja nur eine extrem kurze Frist, vielleicht 100 Millisekunden, vielleicht einen Tag. Und das ist mir sicher zu kurz, aber auch diese ganz kurze Frist sofort setzt eine angemessene Frist in Gang. Gut, soweit so gut. Aber was gilt in diesem Fall, wo noch nicht mal etwas über sofort, unverzüglich oder umgehend gesagt wird?
Das heißt, eine Begrenzung des Zeitraums wird ausdrücklich nicht erwähnt. Der BGH sagt, es genügt, wenn in der Aufforderung erkennbar ist, dass man umgehende Abhilfe will, und damit sei klar, dass hier nicht unbegrenzt Zeit zur Verfügung stände, denn man droht ja auch rechtliche Schritte an. Damit sind wir genau wieder beim Punkt, die Fristsetzung ist im Grunde entfallen, es reicht die Aufforderung zur Nacherfüllung und dann das schlichte Abwarten einer angemessenen Frist. Eine Begrenzung des Zeitraums ergibt sich im Normalfall implizit daraus, dass man rechtliche Folgen androht, die nach Ablauf der Frist eintreten sollen. Merken Sie sich also, die Fristsetzung muss nicht durch Bestimmung eines Termins erfolgen und es muss noch nicht mal ausdrücklich sofort oder ähnliches genannt werden. Es reicht, dass Sie einfach zur Nacherfüllung auffordern und eine angemessene Frist abwarten, soweit erkennbar ist, dass Sie nach einiger Zeit weitere rechtliche Folgen ergreifen werden. Eine etwas schwierigere Entscheidung betraf 440 BGB. Im konkreten Fall hatte ein kommerzieller Gebrauchtwagenhändler ein Auto verkauft. Er hatte ausdrücklich erklärt, das Auto sei HU neu und tatsächlich wurde am Tag der Übergabe auch eine Hauptuntersuchung erfolgreich durchgeführt. Tatsächlich war das Auto völlig durchgerostet und der Verkäufer redete sich damit heraus, er selber habe sich das Auto nie angesehen, er habe sich genauso wie der Käufer auf die am Tag der Übergabe durchgeführte Hauptuntersuchung verlassen. Der Käufer ließ sich davon nicht beirren, er erklärte die Anfechtung nach 123 Absatz 1, hilfsweise einen Rücktritt nach 437 Nummer 2 in Verbindung mit 323 1 BGB. Zunächst mal war die Frage zu beantworten, gibt es nun einen Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises aus 812 Absatz 1 Satz 1 erste Variante BGB, wenn eine Anfechtung den Vertrag mit Rückwirkung beseitigt hat. Eventuell hatte aber hier der Verkäufer keine Kenntnis, denn er hatte das Auto ja gar nicht sich angesehen und daher konnte er auch nicht arglistige Aussagen treffen. Eine allgemeine Untersuchungspflicht traf ihn nicht, sodass auch kein Grund für die Annahme bestand, dass er sagen musste, dass er das Auto nicht untersucht hätte. Allerdings hatte zudem auch die Erklärung möglicherweise keine Auswirkung auf den Kaufentschluss, denn im konkreten Fall hat hier der Käufer sich wohl auf die tatsächlich durchgeführten Hauptuntersuchungsergebnisse verlassen. Das Verschweigen der Nichtprüfung durch V hatte also wohl keine entscheidende Wirkung. Selbst wenn V gesagt hätte, ich habe das Auto nicht geprüft, wäre der Vertrag wohl so geschlossen worden. Wie sieht es aber nun im Gewährleistungsrecht aus? Sicherlich liegt ein Sachmangel vor, denn mit der Aussage HU neu sage ich, dass das Auto zumindest im Straßenverkehr genutzt werden kann. Ein völlig durchrosteter Wagen kann das aber nicht, sodass er nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat. Aber hier fehlt es einer Fristsetzung. Die Fristsetzung könnte allerdings entbehrlich sein nach 440 Satz 1, soweit im konkreten Fall der Verkäufer dem Käufer letztendlich die Nacherfüllung nicht mehr zumutbar sei. Hier im konkreten Fall, hat der BGH gesagt, sei die Zuverlässigkeit des Verkäufers völlig erschüttert. Denn das Übersehen von einer völligen Durchrostung lasse jedes Vertrauen in die Kompetenz eines Gebrauchtwagenhändlers entfallen. Und diese Vertrauenszerstörung führe dazu, dass man von diesem Mann auch kein weiteres Auto annehmen müsse. Daher kann sofort der Kaufpreis zurückverlangt werden. Daneben kann der Käufer auch noch Ersatz der Kosten für die Pannenhilfe, das heißt das Abschleppen des Autos, aus 437 Nummer 3, 280 1, 3, 281, 284 BGB verlangen, denn es handelt sich dabei um Aufwendungen, die vergeblich geworden sind dadurch, dass das Auto nicht mehr zu retten war. Ein weiterer Fall beschäftigt sich mit der Frage, was gilt eigentlich für Sachverständigenkosten, die im Vorfeld der Nacherfüllung fällig werden. Stellen Sie sich folgenden Fall vor. Ein Unternehmerverkäufer verkauft an einen Käufer Laminat für Parkettboden für dessen Wohnung.
Der Käufer beauftragt einen Schreiner, der das Paket auch entsprechend der Anleitung verlegt. Nun wölbt sich das Paket und die Frage ist, warum? Der Käufer sagt, das Paket sei wohl mangelhaft. Der Verkäufer sagt hingegen, nein, nein, die Feuchtigkeit im Raum sei zu hoch und das sei für das Paket ungeeignet. Um die Frage zu klären, beauftragt der Käufer einen Gutachter. Der Gutachter stellt fest, es liegt weder am Parkett noch an der Feuchtigkeit, sondern das Parkett sei falsch verlegt worden. Allerdings sei die konkrete Art des Verlegens in der Anleitung ausdrücklich erlaubt worden und daher sei der Schreiner zu Recht davon ausgegangen, dass man es entsprechend der Anleitung verlegen könne. Die Kosten für dieses Gutachten belaufen sich auf 500 Euro. Nun war die Frage, kann der Käufer K vom Verkäufer V diese 500 Euro ersetzt verlangen? Bemerkenswerterweise wollte der Käufer daneben aber nicht etwa, dass das Paket komplett ausgebaut wird und neu verlegt, sondern er wollte nur eine Minderung des Kaufpreises. Ein Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung scheitert im konkreten Fall daran, dass der Verkäufer den Mangel der Anleitung nicht kannte und auch nicht kennen musste, denn es handelt sich um einen bloßen Baumarkt, der nicht etwa das Parkett und die Anleitung selber herstellte, sondern diese von einem Hersteller übernahm, der nicht Erfüllungsgehilfe im Sinne 278 ist. Damit brauchen wir eine andere Anspruchsgrundlage, die insbesondere vom Vertretenmüssen unabhängig ist. Der BGH erblickt diese in 439 Absatz 2 BGB. Man könnte nun zunächst daran zweifeln, ob es sich überhaupt um eine Anspruchsgrundlage handelt. Denn wenn Sie sich den Wortlaut der Regelung ansehen, dann stellen Sie fest, dass 439 Absatz 2 eigentlich nur die Kosten der Nacherfüllung im Sinne des Absatzes 1 regelt. Das heißt, es könnte sich um eine bloße Hilfsregelung zu Absatz 1 handeln. Der BGH sagt aber, aus hat zu tragen, kann man im Spiegelbild folgern, dass der Käufer einen Anspruch auf Übernahme dieser Kosten hat. Die zweite Voraussetzung ist allerdings, dass es sich bei den Sachverständigenkosten um Aufwendungen zum Zwecke der Nacherfüllung handelte. Die Nacherfüllung ist hier im konkreten Fall aber nachgelagert, der Sachverständige untersucht nur. Der BGH sagt allerdings, zum Zwecke der Nacherfüllung sind alle Aufwendungen erbracht, die dazu führen, dass die Nacherfüllung nachträglich auch erfolgen kann. Ohne Sachverständigen wäre der Verkäufer nie auf die Idee gekommen, Gewährleistungsansprüche gegen sich gelten zu lassen, sodass der Sachverständige erforderlich war, um die Nacherfüllung überhaupt zu ermöglichen. Allerdings ist hier die konkrete Frage, was gilt, wenn überhaupt keine Nacherfüllung verlangt wird. Denn im konkreten Fall macht der Käufer nunmehr Minderung geltend und verlangt gerade weder Nachlieferung noch Nachbesserung. Auch hier sagt der BGH aber, müssen wir 439 Absatz 2 BGB weit auslegen und die Anspruchsgrundlage erfasst auch die Aufwendungen, die zumindest für eine hypothetische Nacherfüllung erbracht werden, denn sonst könnte sich der Verkäufer der Kostentragung dadurch entziehen, dass er schlicht die Nacherfüllung zu Unrecht verweigert und dadurch zu Schadensersatz statt der Leistung nach 437 Nummer 3 281 verurteilt. Eine letzte Entscheidung befasste sich mit der Frage, ob man Reparaturkosten selbst dann als Schadensersatz verlangen kann, wenn der Verkäufer die Nachbesserung in Natur nach 439 Absatz 3 verweigern konnte. Im konkreten Fall hatte K bei V ein Mietshaus auf einem Grundstück gekauft und dieses Mietshaus war vom Hausschwamm besetzt. Das heißt, der Wert des Hauses war von eigentlich 600.000 erwartetem auf 507.000 gemindert. Der K hatte daraufhin ein Urteil erwirkt und dieses Urteil verpflichtete den V zur Zahlung von 89.129,86 Euro als Schadensersatz statt der Leistung, aber auch zum Ersatz des weitergehenden, auf den Mangel zurückzuführenden Schadens. In der Folge ließ der K den Hausschwamm beseitigen, was fast eine halbe Million Euro wiederum kostete.
und verlangte nun diese Kosten aufgrund des Urteils von V er selbst. Im konkreten Fall war also die Frage, ob K gegen V einen Ersatz dieser Kosten zur Beseitigung des Hausschwammes aus 280 Absatz 1 Absatz 3 281 in Verbindung mit 437 Nummer 3 hat. Das Bestehen eines Kaufvertrages, einer Pflichtverletzung, die Fristsetzung, das Vertreten müssen, konnte der BGH alles aus dem vorherigen Grundurteil entnehmen. Allerdings stellte sich die Frage, wie sieht es nun aus mit dem konkret geltend gemachten Schaden? Man könnte auf die Idee kommen, dass, wenn hier schon nach 439 Absatz 3 die Nachbesserung als solche ausgeschlossen ist, erst recht die Kostentragung für die Selbstvornahme der Nachbesserung durch den Käufer ausgeschlossen sein müsste. Das hat der BGH allerdings abgelehnt. Dafür sprechen zwei gute Gründe. Der erste Grund ist, dass 440 Satz 1 gerade sagt, dass eine Fristsetzung für 281 BGB entbehrlich sei, wenn der Verkäufer nach 439 Absatz 3 die Nachbesserung verweigert. Das würde wenig Sinn machen, wenn der Anspruch nach 281 ohnehin ausgeschlossen sei. Das andere Argument folgert aus der Rechtsprechung des EuGH, der nämlich gesagt hat, selbst dann, wenn ausnahmsweise ein Verweigerungsrecht für beide Arten der Nacherfüllung vorliegt, würde zumindest eine Kostenbeteiligung des Verkäufers erforderlich sein. Dennoch kann es kaum sein, dass jetzt der Verkäufer, der nicht selber den Schwamm durch seine Leute oder Hilfspersonen beseitigen lassen musste, die Kosten der Beseitigung durch den Käufer vollumfänglich tragen muss. Die Begründung zieht der BGH hier aus einer Analogie zu 251 Absatz 2 Satz 1 BGB. Unmittelbar passt die Regelung allerdings nicht, denn 251 Absatz 2 stellt eigentlich ab auf die Kosten der Naturalrestitution. Naturalrestitution ist beim Schadenersatz statt der Leistung aber nie geschuldet, denn diese ist nach 281 Absatz 4 ja ausgeschlossen. Demnach kann es hier nur eine analoge Anwendung sein und der BGH sagt, diese Analogie begründe ich daher, dass nicht der gesamte Schaden ersetzt werden soll, sondern nur ein Teil der Wertminderung. Und dies wird dann so realisiert, dass eine Quote gebildet wird. Bis zur Grenze des 439 Absatz 3 BGB trägt der Verkäufer die Kosten. Das heißt, er trägt sie bis zur Maximalgrenze der Verhältnismäßigkeit. Alle darüber hinausgehenden Kosten trägt der Käufer. Ich habe das für Sie einmal grafisch zusammengefasst. Sie müssen sich also die Gesamtkosten der Nachbesserung in Gestalt der Beseitigung und der Reparatur als einen zentralen Kostenblock vorstellen. Dieser wird dann rechnerisch in zwei Teile aufgespalten. Zunächst der Vertrag bis zur Grenze der Verhältnismäßigkeit, also die Kosten, die der Verkäufer maximal hätte tragen müssen, wird er nun als Schadensersatz an den Käufer zahlen müssen. Alles darüber hinausgehende, was erforderlich war, um den Zustand herzustellen, die Sache haben sollte, muss der Käufer aber selber zahlen, denn es ist seine freie Entscheidung, über die Verhältnismäßigkeit hinauszugehen. Zufällt. Unsere letzte Entscheidung ist eine ganz grundlegende Entscheidung des EuGH, die das deutsche Zivilrecht erheblich prägt. Schauen wir uns zunächst einen Fall des BGH an, den er Anfang vergangenen Jahres entschieden hatte. V verkauft an K ein Pferd für 500.000 Euro und zwei Monate später stellt sich heraus, dass das Pferd einen frischen isolierten Faserschaden mit akuter Einblutung hat. Zwei Jahre später verlangt der Verkäufer vom Käufer Zahlung von 50.000 Euro Restkaufpreis. Und unser Problem an diesem Fall ist konkret, gibt es diesen Anspruch? Der Vertrag wurde wirksam geschlossen. Er könnte untergegangen sein durch eine Minderungserklärung. Allerdings ist die Minderung ausgeschlossen, weil mehr als zwei Jahre nach Vertragsschluss hier der Anspruch geltend gemacht worden ist.
Allerdings könnte der Durchsetzbarkeit die Einrede der Minderung nach 438 Absatz 5 in Verbindung mit 438 Absatz 4 Satz 2 BGB entgegenstehen. Das setzt den Gefahrübergang voraus. Der ist hier nach dem Vertrag bereits bei Vertragsschluss erfolgt. Es setzt die Mangelhaftigkeit des Pferdes voraus. Allerdings muss diese Mangelhaftigkeit auch bei Gefahrübergang vorgelegen haben. Und hier greift grundsätzlich 363 BGB, wonach der Verkäufer sagen kann, dass bei Gefahrübergang alles in Ordnung war und der Käufer beweisen muss, dass die Sache bei Gefahrübergang nicht der vereinbarten Beschaffenheit entsprach. Der Ausweg könnte sein 476 BGB. Allerdings differenziert der BGH hier zwischen dem Mangel und dessen Ursache. Ich muss also beweisen, auf welche Ursache der Mangel beruht, und daraus folgt eine widerlegbare Vermutung, dass diese Ursache bereits bei Gefahrübergang vorlag. Das Problem dabei ist, dass es durchaus auch mehrere Ursachen geben kann und ich dann darstellen muss, auf welcher der beiden Ursachen es nun beruht. Und wenn eine der beiden Ursachen kein Mangel ist, würde damit meine ganze Beweiskette in sich zusammenfallen. Im konkreten Fall gab es zwar einen konkreten Unfall, aber es könnte auch daran gelegen haben, dass das Pferd schon vorher morsch war, könnte man sagen, weil ein Pferd eben durch Reiten oft überbelastet wird und dadurch auch schon bei kleineren Unebenheiten geschädigt werden kann. Da im konkreten Fall nicht gesagt werden konnte, was die einzelne Ursache war, ist es hier zurückzuverweisen gewesen und das Oberlandesgericht musste klären, lag es am Loch im Boden oder der chronischen Überbeanspruchung. Hätte das OLG ein Jahr gewartet, hätte er sich die Beweiserhebung allerdings sparen können. Denn am 4. Juni diesen Jahres hatte der EuGH einen vergleichbaren Fall zu entscheiden. Was war passiert? Es gab einen Käufer, der Verbraucher war, und einen Verkäufer, der Unternehmer war. Und die beiden haben einen Kaufvertrag geschlossen über ein Auto. Nun fuhr die Käuferin dieses Auto 4 Monate lang und dann explodierte es, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ausgebrannte Auto wurde dann von einem Abschleppunternehmer zum Verkäufer gebracht und der Verkäufer einigte sich mit der Käuferin darauf, dass man das Auto entsorgte. Und so wurde dieses Auto dann verschrottet und man hatte nichts mehr, an dem man irgendwelche Untersuchungen durchführen könnte. Nun verlangte die Käuferin vom Verkäufer Schadensersatz und der Verkäufer meinte, die Ursache der Explosion sei nicht ein Mangel gewesen, sondern schlicht die Fahrweise der Käuferin. Wie 476 BGB formuliert auch die Verbrauchsgüterkaufsrichtlinie, dass bis zum Beweis des Gegenteils vermutet wird, dass Vertragswidrigkeiten, die innerhalb von 6 Monaten nach Lieferung offenbar werden, bereits zum Zeitpunkt der Lieferung bestanden, mit den beiden Ausnahmen Art des Gutes oder Art der Vertragswidrigkeit. Der EuGH musste sich also fragen, wie weit reicht diese konkrete Beweislastumkehr. Bevor er zu diesem Punkt kam, hat er allerdings eine, zumindest im Zivilprozessrecht, bemerkenswerte Aussage getroffen. Er stellt nämlich klar, dass die Verbrauchereigenschaft des Käufers von Amts wegen zu prüfen sei. Das heißt, selbst dann, wenn sich der Käufer nicht darauf beruft und auch nicht irgendwelche Beweisantritte macht, muss das Gericht schauen, ob es sich aus den Unterlagen möglicherweise ergibt, dass der Käufer ein Verbraucher sei. Und dies gilt sogar im Anwaltsprozess. Das heißt, selbst dann, wenn der Käufer einen anwaltlichen Berater hat, der nicht in der Lage ist, die Verbraucherschutzregeln zu erkennen. Was muss nun der Käufer, sofern er Verbraucher ist, vortragen und beweisen? Er muss erstens darlegen und beweisen, dass überhaupt ein Kaufvertrag zwischen ihm und dem Käufer besteht. Zweitens genügt es, dass er nachweisen kann, dass das Gut im jetzigen Moment nicht den vertragsgemäßen Zustand hat. Und schließlich muss er darlegen und beweisen, dass diese fehlende Vertragskonformität spätestens 6 Monate nach der Lieferung offenbar geworden ist.
Weitere Anforderungen stellt der EuGH nicht. Insbesondere muss der Käufer nicht beweisen, was der Grund für die Mangelhaftigkeit ist. Das heißt, er muss nicht beweisen, dass es eine Ursache hat, die vom Verkäufer gesetzt wurde. Er muss auch nicht beweisen, dass die Mangelhaftigkeit in irgendeiner Weise dem Verkäufer zurechenbar ist. Beides kann nur der Verkäufer durch Beweis des Gegenteils erschüttern. Der Verkäufer müsste also beweisen, dass der Käufer schlecht gefahren ist oder dass es sonstige Ursachen gab, die konkret den Erfolg verursacht haben. Solange es ihm nicht gelingt, positiv zu beweisen, dass es eine andere Ursache gab, wird zugunsten des Käufers vermutet, dass die Mangelhaftigkeit schon bei Gefahrübergang vorlag und vom Verkäufer verursacht wurde. Wenn Sie das in eine Examensklausur packen wollen, müssen Sie das Ganze natürlich etwas anfüttern. Es geht nicht darum, dass Sie beweisen, dass Sie eine EuGH-Entscheidung gelesen haben. Schauen wir uns also einen etwas schwierigeren Fall an, den Sie vielleicht auch einmal selber lösen und Ihre Lösung bei uns im Forum präsentieren. K. begibt sich auf eine Kirmes, also einen Jahrmarkt. Dort kauft er bei V1 ein Fischbrötchen, das er sofort isst. Bei V2 kauft er eine Bratwurst, die er ebenfalls sofort verspeist. Am nächsten Tag wird bei ihm eine Lebensmittelvergiftung festgestellt. Hat K. nun gegen V1 oder V2 einen Anspruch auf Schadensersatz aus 437 Nummer 3 281 BGB? Behandlungskosten, Schmerzensgeld und ähnliches. Zweitens, unterstellen wir, der V1 ersetzt den Schaden des K. Kann er dann von V2 anteilige oder gar volle Bezahlung verlangen? Greift die Beweislastumkehr auch zu seinen Gunsten? Diese Fragen müssten Sie einmal selber prüfen und, wenn Sie wollen, Ihre Antwort in unserem Forum veröffentlichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.